Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber dumm. Die Motivation ist vorhanden. Ich habe die Ereignisse der letzten Folge noch nicht verdaut. Und weil ich deswegen nicht geistig instabil genug bin, nächste Folge. Bitte, bitte, Jesus Christus. Einmal eine normale Folge. Ein schönes, entspanntes, normales Kapitel. Kapitel 5. Lebensretter. Ich befand mich wieder in einer Höhle. Das Wasser aus der Dusche vor mir war zurück. Ein Sonnenstrahl fiel auf den Sturm. Ich stand auf den weichen Okay, wir haben fast 20 Sekunden durchgehalten mit der normalen Folge. Ich stand auf den weichen Matten und lebte. Ich hatte keine Ahnung, wie es passieren würde. Das Letzte, was mir in den Sinn kam, war, dass ich mit Floinky, Dropi, Latias und Nekrosma. Hä? Fehlt da dieser Samen der Aufzählung? Warte, ich will das jetzt kurz checken. Ob das ein Fehler. Das ist die falsche Datei. Das ist genau das, was ich gerade vorlese. Das ist die richtige. Das will ich jetzt checken. Habe ich in dieser Aufzählung tatsächlich einfach Ich bin geistig verwirrt. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir sind inzwischen in Bisasams Kapitel angekommen. Deswegen steht er da auch nicht. Stattdessen steht da Hydropi. Ihr merkt's, dieses Projekt macht mich noch dümmer, als ich ohnehin schon bin. Meine Freunde, ich hoffe, sie waren auch gut. Ich wusste, dass ich aus dieser Höhle raus musste. Vielleicht brauchten sie meine Hilfe. Ich stand sofort auf und ging den langen, dunklen Korridor vor mir entlang. Ich habe die Dunkelheit nachts gestohlen. Please insert dab. Alles klar, dieser Samuel Flex. Nichts ist passiert. Nu hat keinen Hinweis darauf, dass ich bald den Ausgang sehen werde. Aber plötzlich begann es um mich herum zu leuchten. Vor meinen Augen bildete sich ein heller Fleck. Silberdorf war. Nicht heute wird das Silberdorf abgerissen, sondern das gute alte Silberdorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich befand mich in meinem alten Haus, was ich die meiste Zeit gekauft habe. Der Streit mit Hydropi. Wir beschwerten uns über einige der unbequemen Kleinen und sagten es ihm stundenlang noch einmal. Zu der Zeit habe ich Hydropi immer für diese Probleme verantwortlich gemacht. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, sind wir beide schuldig. Aber das Argument war anders. Ich erinnere mich, dass es für meine Zukunft sehr wichtig war. Nach einer Weile wurde bekannt, dass es mir sehr leid tat und ich ging aus. Als ich so etwas liebte, als ich mich über Hydropi ärgerte, benutzte ich den Lichtbaum, um frische Luft zu schnappen. Eines Tages traf ich auch auf Nekrosma auf diese Weise. Obwohl ich nur seine Agentur war, als Latias von der dunklen Macht entlarvt wurde. Übrigens habe ich an diesem Tag einige Male den Silberwald gehört, als ich ein lautes Geräusch von dem Ört. Von dem Ort hörte, an dem Nekrosma war. Die Wasserwolken schwebten über der Lichtung. Ich war traurig darüber, dass Latias Gut, wir sind am nächsten Punkt angelangt. Nachdem die Leute hier nicht mehr mit Dingen um sich werfen. Ich habe kurz aufs Papier geguckt und einen Satz gesehen, den ich gleich wieder vergessen möchte.
Nachdem hier niemand mehr was wirft, ist das nächste Ziel, dass Latias jetzt endlich mal ihr richtiges Geschlecht bekommt. Wir hatten schon er, sie und es. Ich war traurig darüber, dass Latias wieder mit IY, der ihn einige Tage zuvor im Wald gesehen hatte, etwas kaufen und dorthin gehen würde. Aber bevor ich dort ankam, folgte mir ein Garten. Kennt ihr das nicht? Ihr wollt einfach ganz in Ruhe euren Tag verbringen. Geht raus, wollt euch entspannen, dreht euch um und dann fällt euch auf. Ihr werdet von einem Garten verfolgt. Was? Außer er meint damit jetzt eine Gruppe von Pflanzen-Pokémon. Warum bin ich so? Das Rosten ist jedoch eindeutig eine Untertreibung. Es war eine sehr breite Farbpalette. Fast wie ein Skorpion, dessen Kopf nur über eine Seite der Kugel fuhr. Plötzlich erhob sich ein bisschen aus seinem Loch. Zum größten Teil schien es immer wie eine Blume. Ich habe es noch nie so groß gesehen. Es scheint auf den Beinen zu sein. Es sah aus wie eine zoroastrische Farbe. War aber sehr groß und breit, um eine zu sein. War aber zu groß und breit, um eine zu sein. Es sah sehr nach einer Maus aus. Es war zu groß, um ein Zorak zu sein. Es sah nach einer Maus aus. Finde den Fehler. Ich war schockiert, als ich plötzlich aussah und rückwärts ging. Es ist mir nicht sofort eingefallen. Es gab seltsame Belästigungen, für die bist du doch eigentlich selber zuständig. Und kam näher und näher. Es schien sie anzugreifen. Plötzlich ging er zu mir hinüber. Ich schloss die Augen und dachte, es sei mein Ende. Ich stellte fest, dass mein Leben von kurzer Dauer war. Kann passieren. Aber als ich meine Augen wieder öffnete, war ich in Sicherheit. Ich war ungeliebt und immer noch im Lake Fun Tree? Was? Und jetzt kommt der Satz, den ich gerade schon gesehen hatte. Einige ihrer Gehirnhaare waren nass und sie rannte weg. Den Satz lasse ich jetzt einfach wirken. Wirklich, mein großer Traum ist es, eines Tages eine normale Folge zu haben. Aber ich sag's euch, wie es ist. Wenn es nicht die nächste wird, dann wird das nichts. Die nächste wird mit Abstand die kürzeste Folge, weil das Kapitel so kurz ist. Ich wusste nicht, wie es endete, bis eine Stimme nach mir zu mir sprach. Geht es dir gut? Hast du das ein bisschen gemacht? Ich drehte mich um und sah ein Pokémon. Nein, es tut mir nicht leid. Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Floink. Danke, dass du mich gerettet hast, Floink. Mein Name ist Bulbasaur. Gibt es einen neuen Ort? Ich hab dich hier noch nie zu sehen. Er schien lange darüber nachzudenken, was die Antwort sein könnte. Nach ungefähr einer Minute sagte er einfach und kurz, ich bin nicht von hier. Es schien mal eine seltsame Sache zu sein, aber ich wusste, dass ich es glauben konnte. Doch stimmt, Alter. Ich merk selber, ich werd blöd von dem Projekt. Am Ende hat er mich gerettet. Lebst du ähnlich in Silberdorf? Dieses Mal gab er mir auch die Antwort, dass ich mit ein... Was? Dieses Mal gab er mir auch die Antwort, dass ich mit ein bisschen anfangen könnte. Ich musste dorthin, aber ich habe mich im Wald verlaufen. Vielleicht wissen sie es übrigens. Zweifellos zeigte ich ihm den Weg und nachdem er nach Silberdorf gegangen war, sahen wir uns viele Male. Wir waren in diesem Moment. Wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich, aber Hydropia hat dies in seinem Abschnitt immer berücksichtigt. Seit diesem Tage sind wir geteilt. Wie, haben wir noch eine ganze Seite, wenn die Rückblende schon rum ist? Ich erinnere mich gar nicht mehr an dieser Samen. Exakt. Da habe ich gestreckt. ja. Ich war jetzt wieder in der Höhle und vor mir war ein Einzelzimmer vor einer Tür für einen Silberwald. Aber ich habe trotzdem Fortschritte gemacht. Ich fragte mich, ob ich Floink etwas schuldete, weil Annos die Person ist, zu der ich immer wieder zurückkehren kann, wenn ich in Schwierigkeiten war. War er für mich da? Selbst in dieser dunklen und wirklichen
wirklich hoffnungslosen Zeit ermutigte er mich zu Innovationen. Er hatte die Geduld eines Engels und konnte sich nicht ausruhen. Wenn ich ihn auch ins Visier genommen hätte, wäre ich unter keinen Umständen in der Lage gewesen, mit ihm zu gehen, weil er jederzeit leicht, ruhig und ehrlich war. Er hat mich innerlich gekämpft. Sie ist so leicht meine Partnerin, dass ich mich immer öffnen kann. Was? Hey, ich verstehe einfach kein Wort bei diesen Aussagen. Deshalb danke ich ihm für alles, was er für mich tut. Tatsächlich frage ich mich jeden Tag wieder, ob ich so viel Gehalt verdient habe. Ach so, Bulbasaur wird nur von Floyd bezahlt, damit er sein Freund ist. Ich habe oft das Gefühl, kein guter Freund für ihn zu sein. Ich nehme einfach immer meine Unzufriedenheit mit ihm, mache seinen Job und bringe seinen Schmerz mit. Ich habe es mehrmals so gemacht, im schlimmsten Fall unabhängig. Als Hydropi unser Land verließ, war mein Fehler, dass Floink es ihm nicht einmal gut sagen konnte. Ich hatte ihn die ganze Zeit betrogen und er warf auch seine Arme um mich, was nur mich und Nick Schoss mal gebrauchen würde. Aber trotz allem, was ich ständig tue und erneuere, wird er etwas für mich tun. Er vertraut mir, dass ich ihn... Ich merke, dass sogar meine Lache wird behinderter während diesem Projekt. Meine Lache ist normalerweise wirklich so. Das hört sich behindert genug an, aber hier ist es wirklich. Warum sage ich sowas eigentlich? Dieses Projekt macht mich dumm. Er vertraut mir, dass ich ihn in wenigen Worten mehrmals angelogen habe. Sehr schön, dass Flank dir so vertraut. Er kümmert sich um mich, ohne ihn ein paar Male zu verletzen. Wenn Flank es nicht zugeben will, weiß ich, dass sie ihre frühere Beziehung zu Twilight Forest nicht aufgeben kann. Er kann mich nicht in allem täuschen. Aber auch wenn sie vielleicht denken, dass dies ihm Probleme bereiten wird, wird er es auf Schritt und Tritt nehmen. Von dem Tag, an dem ich mich mit ihm angefreundet habe, gab es wirklich keine Schwierigkeiten, die Floink nicht mit mir machen konnte. Deshalb verstehen sich Hydropi und ich so gut. Ich möchte ihm leicht einen Rücksitz geben. Es ist für alle da, die es brauchen, aber ich stelle oft fest, dass es viele Probleme gibt. Ich versuchte ihn jedes Mal dazu zu bringen, mit mir darüber zu sprechen. Boah, was war das für ein Voice-Crack? Aber er sagt, dass es keine schlechte Sache ist. Floink opfert sich für uns alle und auch hier tut sein Schmerz weh. Das hat Schmerz tatsächlich so an sich. Nur in diesem Bereich habe ich das alles deutlich gemacht. Meine Entscheidung wurde getroffen. Ich werde Floink wiedersehen und ihm endlich zeigen, dass wir auch für ihn da sind. Komm schon, Geschichte. Ich habe mich vorhin schon kurz gewundert. Anscheinend denkt sich die Geschichte jetzt, okay. Du willst nicht hier, dass Latias das falsche Geschlecht hat? Floink hat's jetzt auch. Sie muss sich nicht alleine um ihre Sorgen kümmern. Ich werde helfen, wie er mich jeden Tag behandelt. Floink, ich weiß, dass du es eines Tages hier lesen wirst. Denken Sie daran, dass ich immer für Sie da bin und auch bleiben werde, bis dies unsere letzte Erfahrung ist. Endlich kam ich in den Renovierungsraum und betrat einen der Räume. Draußen war der Himmel noch dunkelrot dunkel. Als ich ein seltsames Geräusch hinter mir hörte, fiel ich in einen Seelenwald. In diesem Sarg floss ein Kronleuchter. Was? Als ich mit ihm sprach, hörte er auf zu lachen. Zuerst passierte nichts, aber dann wurden die Wassersäulen vom Boden abgehoben. Endlich trat er ans Licht. Hydropi hat mich angegriffen. Ich war zuerst wütend, weil ich dachte, er hätte uns abgesagt. Aber als ich ihm in die Augen sah, sah ich ihn. Der vor mir ist die Hydropotik, die ich kannte. Was? Etwas fiel in seine Hände, schlimmer als die dunkle Kraft.
Das Lernen hatte sich in Hydropis Herz. Okay, das ist viel schlimmer als die dunkle Macht. Pfui. Ganz schnell weg. Tschüss, ich bin raus. Das Lernen. Und jetzt musste ich gegen ihn kämpfen. Und das war's. Das war's. Ich bin für heute erlöst. Ja! Ah, jetzt wieder die typische Endsammlung. Was ich an komplett behinderten Sprüchen machen könnte. Und zwar haben wir unter anderem... Natürlich die nassen Gehirnhaare, die sind eindeutig. Digga, ich hatte das Gefühl, es gab mehr. Ich habe das Gefühl, hier ist so gar nichts. Aua, Insekt, Hilfe. Vor allem, warum sage ich Aua? Jetzt mal im Ernst, warum sage ich Aua, wenn das Ding neben mir fliegt? Natürlich, Florenz Schmerz tut weh, das wissen wir auch. Ah da, den Satz hatte ich natürlich übersehen. Dass Bisasam nachts die Dunkelheit gestohlen hat. Bisasam ist der Rächer der Nacht. Irgend so einen Scheiß werde ich auch in den Titel packen. Aber das war's mit der heutigen Folge. Bitte holt mich hier raus, ich will nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ein Abo ist wie immer ein Mitleid. Bis zum nächsten Mal und tschö mit ö. Ich weiß, ihr wollt noch einmal meine Lache hören. Hehehehe.